Hallo Leute! So, diesen Monat haben wir das 25. Jubiläum dieser World Wrestling Federation Zeitschrift oder dem Magazin. 6.95. Ja, diese Zeitschrift ist diesen Monat genau 25 Jahre alt. Jetzt fragt ihr euch, warum? Ist doch erst Mai und nicht Juni. Damals mal das World Wrestling Federation Magazin, das kam immer einen Monat vorher raus. Heißt, zum Beispiel die Zeitschrift für Januar kam schon immer im Dezember raus und die Zeitschrift wie diese hier für Juni, die kam im Mai raus. Ja, 25. Jubiläum. So, hier haben wir WWF Raw, der Tag danach. Sid rastet aus, als sich Freunde wieder vertragen. Ja, die Zeitschrift war vom Dino Verlag. Großes Gewinnspiel, Superstar-Treff. Ja, damals mal lief das mal bei RTL 2. So. Inhalt, schauen wir mal. Berichte. Das Fantasy-Match. Seite 18. Nach all den Jahren. Immer noch so viel. Was ist hier? Machismo. Seite 22. Hollywood schreit vor Schmerzen. 30. Aus dem Weg. Arnold. Und Seite 38. Da geht's los mit den Berichten von WrestleMania 11. Ein enthüllter Exklusivbericht. So, gehen wir mal durch. Superstar-Treff. Vorwort, liebe Leser. Erkennen Sie den verborgenen Superstar? Na, wer ist das? Hier die Tipps. Die Antwort finden Sie auf Seite 66. Wir zwei Fans. The Justice. Helden von gestern, heute und morgen. Hier Superstar Sid. Ja, damals mal konnte man sich auch Ausgaben nachbestellen. Gab es auch damals mal die WWF Extra Ausgaben und die Poster Magazine. Hier 123 Kid und Bob Sparkplug Holly. Ja, ihr wisst ja, wie das läuft. Wenn ihr auch das durchlesen möchtet, einfach das Video mal kurz auf Pause machen. So. Das Ziel hier, Razor Ramon. Double J, Jeff Jarrett, Hollywood. Beavis and Butthead, Diesel, Hollywood Hitman. Hier haben wir Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Keanu Reeves. So. Hier, diese Steckbriefe damals mal, die fand ich immer so toll. Der Steckbrief von Bret Hitman Hart damals mal. Schönstes Erlebnis. Und so weiter und so fort. Lieblingssportart, Eishockey. Lieblingsschauspieler, Robert De Niro. Verborgenes Talent, Zeichnen.
Lieblingsfernsehsendung, die Simpsons. Lieblingsvideospiel Raw. Ja, hier Starschnitt von Diesel, dritte Teil. Werbung für Batman Comics. Hier geht's los. WrestleMania 11. Die World Wrestling Federation präsentiert WrestleMania 11 Ergebnisse. Diesel gegen Shawn Michaels. Hier Diesel mit Pamela Anderson. Ja, das Match hatte Diesel gewonnen. Denn Bam Bam Bigelow gegen Lawrence Taylor, den Footballspieler. So. Lawrence Taylor hatte das gewonnen gegen Bam Bam Bigelow. Jeff Jarrett versus Razor Ramon. Ich erinnere mich noch, ich habe das mal auf VHS-Kassette gehabt, diese Großveranstaltung hier, WrestleMania 11. War nicht schlecht, meiner Meinung nach. Viele sagen, die WrestleMania war nicht so gut, aber ich fand ihn nicht schlecht. Smoking Guns gegen Owen Hart und Yokozuna. Ja, Owen Hart und Yokozuna, beide Ruhe im Frieden, leben leider nicht mehr. Beide nicht mehr unter uns. Ja, das hatten die beiden gewonnen. Yokozuna und Owen Hart. Bret the Hitman Hart versus Bob Backlund. Es war ein Aufgabematch mit Roddy Piper als Gastringrichter. Undertaker gegen King Kong Bundy. Das hatte der Undertaker gewonnen. Und das Tag Team Match war Lex Luger und der British Bulldog gegen Jacob und LL Blue. Das haben die beiden gewonnen gehabt, Lex Luger und The British Bulldog. Ja, das war's vom WrestleMania 11. So. Der Tag danach, the day after. Day after WrestleMania. Sid rastet aus. Freunde vertragen sich wieder. Da. Sid und Shawn Michaels. Da haben wir das Cover dieser Zeitschrift mit Diesel und Shawn Michaels. Hier, das ist auch cool hier. Karma wird verglichen mit TJ Combo von Killer Instinct. Nice one. Owen und Yokozuna. Bob Backlund, Double J, Jeff Jarrett mit dem Intercontinental Champion Titel. Rein privat.
So. Funvision, hier. Werbung für die Nintendo Funvision. Die war auch cool, die Zeitschrift damals war. Hab ich auch noch ein paar von. Der Hitman antwortet seinen Fans. So. Hier ist die VHS-Kassette. WrestleMania 11. Rumble 95. Ja, gab viel damals mal. So. So Leute, das ist es von mir heute mit dem Wrestling-Magazin. So, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Mit diesem Shirt finde ich Diesel am besten. Den Big Daddy Cool Diesel Shirt, da gibt es die Figur zu von Mattel, das ist die WWE Elite Network Spotlight Figur. Die muss ich mir unbedingt noch zulegen.